Mein Name ist Monique Schmidt-Heine, ich bin hier die Gestütsleiterin. Ich habe vor circa 11 Jahren dieses Gestüt gegründet und seitdem bauen wir es fleißig auf. Dieses Gestüt hat sich als Hauptaufgabe aufs Fähnchen geschrieben. Wir machen Pferdezucht, wir machen Pferdeausbildung auf Nachhaltigkeit und zu 100% auf Pferdewohl bezogen. Und wie das bei uns so aussieht, wir sind aber nur ein kleiner Teil von der großen Pferdewelt da draußen, bei denen man genau die gleichen Aufnahmen machen kann. Das zeigen wir euch. Und heute beginnen wir mit einem ganz besonders schönen Moment. Wir gehen in die heiligen Hallen, unseren Abfüllstall. Letzte Nacht ist etwas geschehen hier am Gestüt von Berlin. Das verkürzt uns den Winter und das gibt uns Energie für das ganze nächste Jahr. Das erste Fohlen ist zur Welt gekommen. Kommt mal mit. Oh. Da steht Mama Mara Veltina. Die hat ganz viel Liebe verdient, weil es ist eine Maidenstute. Maidenstute heißt, diese Stute hat ihr erstes Fohlen zur Welt gebracht. Das heißt, sie hat natürlich noch keine Erfahrung, die sind nicht routiniert, die wissen gar nicht, was eigentlich passiert. Das ist immer noch ein bisschen aufregender als bei den älteren, erfahrenen Zuchtstuten. Deshalb waren wir auch alle mit dabei, was heißt alle, aber meine kleine Crew um mich, meine Abfohlcrew, um Mara dabei zu helfen, ihr Fohlen zur Welt zu bringen. Und wir mussten tatsächlich auch ein kleines bisschen helfen, weil naja, es ist natürlich ein großes Fohlen. Die Gebärmutter ist noch nicht so groß wie bei Stuten, die schon mehrmals gefohlt haben. Das heißt, alles ein bisschen eng. Dann warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, die Wehe. Und wenn die Wehe dann kommt, dann haben wir ein bisschen vorsichtig in die richtige Richtung gezogen. Und schwupp, eigentlich ging es dann doch ganz einfach, war das Fohlen da. Das, was ich gerade mache, ist auch ganz wichtig bei den neugeborenen Fohlen. Wenn sie pinkeln, muss man kontrollieren, dass der Urin tatsächlich aus dem kleinen Schlauch, so nennen wir, in diesem Fall Hengstfohlenpenis, des Fohlens kommt und nicht aus dem Nabel. Das ist etwas, was passieren kann. Das kontrollieren wir, deshalb gucken wir da ganz aufgeregt hin. Sehen, das war jetzt aber ganz wunderbar. Pipi kommt da raus, wo es rauskommen soll. Großer Trick, Heu von einer Ecke in die andere schmeißen, denkt die Stute immer, das ist neues Heu. Und das ist immer leckerer als das alte Heu. Mara hat es wirklich ganz wunderbar gemacht, das Fohli war draußen. Dann hat die Stute wirklich einfach erstmal Luft geholt. Das heißt, wir haben alle Luft geholt, wir haben einmal kurz kontrolliert, dass das Fohlen ordentlich atmet, dass irgendwie nicht kein Schleim und nichts irgendwie in den Nüstern steckt. Das war alles gut. Und so lag dann das Fohlen noch mit dem Nabel mit der Mutter verbunden. Das ist immer der tollste Moment, noch ungefähr für 10 Minuten, während Mama einfach wirklich Luft geholt hat, sich von uns hat streicheln lassen. So, und dann kam ein bisschen Leben ins Fohlen, schneller ins Fohlen als in die Mama. Dann haben wir das Fohlen nach vorne zur Mama, das hatte sich abgenabelt. Oh, yeah, super. Man sieht, es ist alles gut gegangen. Haben wir sie vorne zur Mama gezogen und das war ein spannender Moment, weil in dem Moment, wo das Fohlen dann bei der liegenden Mama lag, hat sie sofort angefangen, ihr Fohlen anzubrubbeln und abzulecken. Die erste Kontaktaufnahme, das funktioniert auch nicht immer so. Manche sind auch wirklich ein bisschen geschockt, die Maidenstuten, und wissen gar nichts damit anzufangen. Diese Mama hier wusste ganz genau, wie im Lehrbuch, das ist meins. Dafür habe ich jetzt Sorge zu tragen und darum kümmere ich mich jetzt. Irgendwann steht die Mama auf, dann kommt, ist es natürlich ganz spannend. Das Fohlen muss natürlich auch auf die Beine und im günstigsten Fall zielstrebig zum Euter und die so wichtige erste Milch, das Kolostrum, aufzunehmen. So, das kann manchmal dieses Aufstehen des Fohlens und das Euter finden und trinken. Das ist dann für uns immer die Geduldsfrage. Weil das kann manchmal ein paar Stunden dauern. Man kann dabei auch helfen, muss aber ganz vorsichtig sein, weil wenn man zu viel Druck ausübt, wird das Fohlen nur bockig
Und dadurch wird es immer schwieriger, ans Euter zu gehen. Also da sind wir aber ein ganz, ganz tolles, eingespieltes Team. Ich krabbel dann, wenn das Fohlen dann schon relativ sicher steht, krabbel ich ein bisschen am Po. Wenn die Mama das nicht selber macht, das ist noch besser, wenn sie es hinschubst. Und durch dieses Lecken am Po wird vorne auch ein bisschen der Saugreflex ausgelöst. Und dann suchen sie so lange, bis sie dann das Euter gefunden haben. Und das war hier bei unserem kleinen Strahlemann auch der Fall. Und wenn sie dann das erste Mal getrunken haben, ziehen wir uns sowieso schon ein bisschen zurück und lassen sie dann einfach wirklich mal alleine, hoffen, dass das Fohlen sich von selbst wieder ablegt. Das schaffen auch nicht alle Fohlen. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir den Fohlen dann dabei helfen müssen, weil die denken, oh, das ist so tief da unten, wie soll ich da wieder runterkommen? Konnte er aber auch ganz fantastisch sich sowohl ablegen, als auch wieder hochspringen und trinken. Er mag dich. Vorher machen wir natürlich noch Dinge wie den Nabel, da wo der Nabel gerissen ist, den desinfizieren wir. Es ist einfach eine Pforte, über die Bakterien eintreten können. Deshalb wird bei jedem Fohlen wird der Nabel direkt nach dem Abnabeln desinfiziert, aber auch noch in den nächsten Tagen immer mal wieder. Zur Vorsicht. Wichtiger Moment ist, dass die Stute ihre Nachgeburt vollständig herausgibt, sozusagen, ist auch passiert. Die breiten wir dann aus in der Stallgasse und gucken, ob sie intakt ist, weil was nicht passieren darf, dass noch Stücke von der Nachgeburt in der Stute bleiben und nicht von selbst rauskommen, weil das kann zu ganz schrecklichen Entzündungen führen. Deshalb, das ist ganz, ganz wichtiger Moment immer, die Kontrolle der Nachgeburt. Was noch ein wichtiger Moment ist bei dem frisch geborenen Fohlen, ist das Darmpech. Darmpech sind die ersten Ausscheidungen des Fohlens und die sehen aus wie schwarze Lakritze. Die können sehr, sehr hart sein und manchmal kommen die auch nicht komplett raus. Und dann haben die Fohlen Bauchweh. Dann gibt man ein Klistier, um das Fohlen dabei zu unterstützen. Aber auch in dem Fall von unserem kleinen Strahlemann kam das Darmpech ganz wunderbar raus. Der erste Schwung schon im Liegen. Alle werden wahrscheinlich oder viele Leute, die jetzt nichts mit Zucht zu tun haben, sagen so, oh, wie kann man sich über Kacke freuen? Oh Gott, wir freuen uns ganz unglaublich über diese Kacke, weil wir wissen, je mehr und je schneller die rauskommt, desto weniger Aua hat das Fohlen. Und die zweite Runde, der Rest kam dann raus, nachdem das Fohlen gesaugt hat, weil die Milch, die das Fohlen aufnimmt, hilft da auch nochmal, dass der Darm in Schwung kommt und das Darmpech abgesetzt wird. Und wenn dann viele kleine Pärchen Lakritze sozusagen legen wir dann in die Stallgasse wechseln. Und wenn dann das erste Mal keine Lakritze mehr da ist, sondern ein orangefarbener Brei, das ist dann der Milchkot, dann wissen wir, in der Regel sind wir damit auch über dem Berg. Und das Poli kann sich dann später ablegen, erholen. Naja, und seinem ersten Tag entgegenblicken. Gesundes Fohlen ist geboren, es hat alles funktioniert, es war wie im Bilderbuch. Mama hat das Fohlen auch ans Euter gelassen, hat nicht gequietscht, es hat alles ganz fantastisch funktioniert, das macht uns sehr glücklich. Schritt 2, der uns natürlich, was die Zukunft anbelangt, oder die Wünsche für die Zukunft anbelangt, auch sehr glücklich macht. Das ist ja der Moment, der lange vor der Fohlengeburt passiert. Und zwar, wir suchen uns eine Stute aus. In diesem Fall ist es Mara Veltina. Mara Veltina ist eine Stute von Mara Canar, aus einem Vater von Dante Veltino. Großmutter ist Sorrento Gribaldi. Das ist die Ahnenfolge dieser Stute. Das heißt, man hofft natürlich, und in dieser Stute ist es so, es ist eine Elite-Stute, dass sie viele gute Gene ja in sich in der Blutführung vereint hat. Genauso wichtig ist natürlich der Papa. Und der Papa in diesem Fall und auch in den nächsten Monaten, der wird noch das ein oder andere Mal zur Sprache kommen,
ist unser eigener Deckhengst, Most Wanted Nero von Bellen. Ein hoch erfolgreicher Junghengst, im Sport schon ganz tolle Erfolge gefeiert, hat einen wahnsinnig guten Charakter, der neben der Bewegung und der Gesundheit natürlich auch, also für mich, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Darum haben wir uns entschieden, die Stute mit diesem Hengst anzupaaren. Und das, was dabei rausgekommen ist, steht jetzt hier. Und ich muss sagen, für anderthalb Tage bleiben keine Wünsche offen. Es ist die erste Fohlengeburt in diesem Jahr. Das hat auch was mit Glück zu tun, auf jeden Fall. Und darum sage ich jetzt mal wirklich ganz ehrfürchtig und in großer Dankbarkeit haben wir ein ganz wunderbares kleines Lebewesen auf die Welt geholfen und sind, soweit man es bis jetzt beurteilen kann, total zufrieden. Übrigens bekommen die Fohlen am Gestüt von Berlin auch alle gleich nach der Geburt schon ihren Namen. In diesem Fall ein Hengstfohlen von unserem Hengst Most Wanted Nero. Das heißt, wir fangen, der Name des Fohlens fängt mit M an, wie Most Wanted. Und wir haben uns für den Namen, meine Kinder haben mich auch mit davon überzeugt, Mockingjay von Bellen genannt. Wir Züchter sagen, man beurteilt ein Fohlen im Alter von 3 Stunden. Da schaut man auf die Korrektheit des Fohlens. Im Alter von 3 Tagen, von 3 Wochen und 3 Monaten. So, und was man da in diesen unterschiedlichen Lebenszeiten sieht, er versucht das alles nach 1,5 Tagen schon zu zeigen. Nein, aber was uns da erwartet, worauf wir da achten und uns im besten Falle erfreuen, da nehmen wir euch jedes Mal mit. Das zeigen wir uns. Da sehen wir uns dann hoffentlich wieder.